Laut einer Untersuchung wurden in Großbritannien in den vergangenen 5 Jahren rund 3.400 Todesfälle verzeichnet, die mit dem Medikament Pregabalin in Verbindung stehen. Ein aktueller Bericht zitiert einen Arzt, der die Einnahme von Pregabalin mit dem Kauf eines Autos ohne Bremsen vergleicht. Vor 12 Jahren gab es noch 9 Todesfälle. Pregabalin, ursprünglich zur Behandlung von Epilepsie entwickelt, wird auch zur Linderung von Angstzuständen und Nervenschmerzen eingesetzt. Trotz seiner Wirksamkeit hat es eine lange Liste von Nebenwirkungen, darunter Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, Atembeschwerden und Gedächtnisprobleme. Eine besondere Gefahr besteht darin, dass Pregabalin abhängig macht und zu einer erhöhten Suizidalität und unbeabsichtigten Überdosierung führen kann. Auch in Deutschland wird Pregabalin häufig verschrieben. 2018 waren es insgesamt 3,9 Millionen Rezepte.